Es ist ein Video über Frank Thelen rausgekommen. Und zwar mit dem Titel Frank Thelens Aktien, wie gefährlich ist seine Masche? Von Steuerung F, einem öffentlich-rechtlichen Kanal. Eine 500.000 Aufruf für enorm viel Aufmerksamkeit auf die Themen Aktien, Tech-Aktienmarkt, wie verlieren Anleger eigentlich Geld und auch die Themen Geldanlage. Ja, kann man darüber streiten, wie sie dort dargestellt werden. Auf jeden Fall genug Gründe, hier mal reinzuschauen. Tatsächlich habe ich auch zu Frank Thelen schon mal ein Video gemacht, vor etwa einem Dreivierteljahr. Und mir die 10x-DNA-Fonds angeschaut und auch die Versprechen, die da gemacht wurden. Auf dem Thumbnail sieht man das auch. Dort wurde mit einer Verdreifachung geworben. Ein Versprechen, was ich da ziemlich kritisch fand. Und ich fand auch den Zeitpunkt ziemlich kritisch, dass man einen Fonds dann auflegt, wenn der Markt ziemlich hoch ist. Und das habe ich nicht erst gesagt, jetzt wo die Kurse gefallen ist. Und das habe ich genau in diesem Video vor 8 Monaten gesagt. Umso spannender mal hier reinzuschauen. Ich habe schon etwas durchgeskippt. Da gibt es viele spannende Teile. Es geht auch um Startup-Empfehlungen, Investments von ihm. Da werde ich an einigen Stellen etwas schneller durchgehen. Wichtig ist mir hier, ja, die wichtigen Lektionen draus zu ziehen, warum womöglich Menschen dort Geld verloren haben, was jetzt hinter Frank Thelen wirklich steckt, ob man investieren sollte oder nicht und wie generell Geldanlage, Aktien und auch der Tech-Markt natürlich hier beschrieben wird. Also ich würde sagen, legen wir mal direkt los. Schauen wir rein. Rock'n'Roll. In diesem Film geht es um die Hoffnung aufs große Geld und um Frank Thelen, der es ermöglichen will. Die Finanzindustrie ist nicht begeistert von mir. Der Mann aus der Höhle der Löwen gibt sich als Vorzeigeinvestor. Und was ist aus dem Geld geworden? Ist alles weg. Dabei ist Thelen der Liebling von Medien und Politik. Und ihr könnt jetzt investieren. Ja, stimmt. Frank Thelen wird immer wieder eingeladen, bin ich selber erstaunt. Aber da muss man auch die Mechanismen einfach verstehen. Warum Talkshows bestimmte Personen immer wieder einladen? Weil nach meinem eigenen Empfinden, wenn man über die Themen Startups spricht, wenn man über die Themen Investieren auch in Aktien spricht, wenn man über die Themen Technologie spricht, dann gibt es da auch andere Ansprechpartner, die vielleicht in einigen Bereichen auch deutlich kompetenter sind. Was man Frank Thelen zugutehalten muss, er hat wahrscheinlich einen guten Überblick über all diese Themen, aber der ausschlaggebende Grund ist, glaube ich, nicht die Kompetenz, sondern die Reichweite. Dass dort ein Name draufsteht, Person XY ist in einer Talkshow, Person XY schreibt ein Buch und deswegen sollen auch Leute einschalten. Also Leute werden eingeladen, um eine Reichweite mitzubringen und nicht nur deshalb, weil sie inhaltlich die kompetentesten sind. Das sollte man nur immer im Hinterkopf haben. Kann man Frank Thelen wirklich trauen? Ich schaue es mal an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles klar. Investiert in Aktien? Ja. Und zwar, was ist so dein Renditewunsch so? Mein Renditewunsch? Ja. 10%. Ja, 10% Rendite, also leicht überdurchschnittlich, könnte man sagen, gesund ambitioniert. Natürlich hängt es dann davon ab, wie man so etwas in der Praxis auch umsetzt. Aktienfonds, verschiedene, also breit aufgestellt eigentlich. Und was ist so deine Renditehoffnung? Was erträumst du dir? Ja, 7-15% sind schon mal drin. Also 7-15%, relativ breite Spanne. Wahrscheinlich werden es dann, gerade wenn man über Aktienfonds breit investiert, werden es eher 7-15%. Muss man auch realistisch sein. Ja, Bitcoin. Bitcoin? Aha. Und darf ich fragen, was du bis jetzt so verdient hast? Nichts verdient. Erst verdient, jetzt wieder runter, jetzt warte ich. Pass mal auf, wenn ich euch jetzt sage, ich nehme euer Geld und verdreifache das in 4-5 Jahren, was würdet ihr denn sagen? Verdreifachen in 4-5 Jahren? Ja, wegrennen. Das müsste schon sehr überzeugend vorgetragen werden, damit das vernünftige und eine vernünftige Geldanlage sein kann. Verdreifachen? Ja. Ja. Sagen, machen wir. Geil. Wo können wir anfangen? Wo dürfen wir da schreiben? Moin, ich bin. Seit Corona boomt der Aktienmarkt. Die Zahl der Trader unter 30 ist um fast 70% gestiegen. Und einer weiß das für sich zu nutzen: Frank Thelen. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, das ist er. Thelen kommt aus Bonn, ist Unternehmer, Startup-Investor und Tech-Influencer. Aber berühmt geworden ist er vor allem durch die Höhle der Löwen, wo er präsentiert wird, als sei er der bedeutendste Investor des Landes. Die Höhle der Löwen. Das, was du hier geschaffen hast, ist großartig, ja? Startup-Legende Frank Thelen. Das war jetzt ein Pitch. Ja, ja. Erst Pitch, ja. Dann pitch ich. Ja. Thelen. Da hat man gerade Ankerkraut gesehen, jetzt gerade an Nestle verkauft. Ziemlicher Aufschrei in der Startup-Branche. Hat viele Startups aufgebaut, viele tatsächlich erfolgreich. Und hat in revolutionäre Technologien investiert, zum Beispiel in Flugtaxis. Er ist einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands. Seine Bücher sind Bestseller, er geht bei der Politik ein und aus und nicht nur da. Dieser Mann gehört ganz sicher zu den visionärsten Unternehmern unseres Landes. Uns zugeschaltet ist jetzt Deutschlands bekanntester Tech-Investor Frank Thelen. Warum widmen wir uns jetzt eigentlich Frank Thelen?
Thelen wendet sich jetzt an die breite Masse, an dich und mich, und zwar mit einem Finanzprodukt, mit einem Fonds. Und dabei erweckt er die Hoffnung, dass man durch ihn reich werden kann. Total valider Punkt. Was ich mich immer frage, warum erst jetzt? Also ist es ja sehr gut, Dinge zu beleuchten. Und jetzt gerade ist der Fonds auch ziemlich stark gefallen. Darum wird es ja unumstößlich gleich auch nochmal gehen oder unvermeidlich gleich nochmal drum gehen. Aber wichtig ist ja Prävention, also vorher darauf aufmerksam zu machen. Das verpassen leider die meisten. Das verpassen die ganzen Talkshows und das verpassen leider auch Dokus, vorher auf Probleme hinzuweisen, weil danach sind alle immer klüger. Aber dann ist oft ja vielleicht Geld schon verloren. Ja, aber die Ursachen, die werden wir gleich sicherlich noch ergründen. Der 10xDNA-Fonds ist ein sogenannter Publikumsfonds und soll den Kleinanlegern richtig fette Gewinne bescheren. Das behauptet Thelen siegessicher in bisherigen Auftritten. Bei uns kommt einfach kein Unternehmen in dieses Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber eher schon wirklich das absolut untere Ende und sich eigentlich auch verzehnfachen kann. Der Fonds investiert in disruptive Technologien. Also Technologien mit dem Potenzial, die Welt zu verändern. Quasi in das nächste Apple, Google oder Facebook. Thelen behauptet, er und sein Team wüssten schon jetzt, welche Unternehmen das sein werden. Für diesen Fonds wirbt er offensiv um Kleinanleger, also um dich und mich. Jetzt kann wirklich jeder mitmachen. Jeder kann diese 10xDNA in seinem Portfolio haben. Ab ganz kleinen Eurobeträgen geht's los. Und ihr könnt das an fast jeder Bank einfach in euer Depot legen. Um da einmal einzuhaken, auch diese Verdreifachung oder Verzehnfachung und auch der Titel spielt es ja wieder, also 10xDNA oder 10xDNA und auch Venture Capital meets Public Markets, also im Venture Capital, in der Risikofinanzierung, gerade von Startups, da geht es ganz oft darum, dass man nicht unbedingt in langweilige Unternehmen investieren möchte, die vielleicht leicht wachsen, selbst wenn es ein gutes Investment ist, sondern man braucht diese Investments, die eine Verzehnfachung beispielsweise hinlegen. Und dieses Prinzip, das ist quasi der Ansatz, überträgt Frank Thelen auf die Public Markets und möchte quasi börsennotierte Aktienunternehmen finden, in diese investieren, die dann ein solches Kurssteigerungspotenzial haben und glaubt offensichtlich, das selbst hinkriegen zu können. Was, und das muss man sagen, eine riskante Strategie ist. Also wenn ich auf Verdreifachung im Minimum abziele oder auf Verzehnfachung, dann muss ich ja enorm hohe Risiken eingehen, per Definition, um das erreichen zu können. Dann investiere ich nicht in die sicheren, langweiligen Aktien, selbst wenn das auch eine überlegene Aktienstrategie sein kann. Was im Folgenden wichtig ist, macht nicht von uns abhängig, ob ihr einen Fonds kauft oder nicht kauft. Das hier ist keine Finanzberatung. Auf jeden Fall erfährt der Fonds ein großes Medienecho. Und bei der Bank Comdirect zum Beispiel ist vom überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial. Damit bietet der Fonds Investoren ein im Vergleich zum marktdurchschnittlichen Aktienanlagen überdurchschnittlichen Wachstumspotenzial. Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial, also auch noch ein Rechtschreibfehler drin. Ist natürlich immer die Sache mit solchen Versprechen. Klar, Wachstumspotenzial, das ist das Ziel des Fonds, wie proaktiv man das kommunizieren will. Das ist dann tatsächlich ein bisschen tricky und auch gefährlich, wenn es zu offensiv kommuniziert wird. Und auch die Frage, investiert hier jemand in eine Chance oder investiert hier jemand in eine angeblich garantierte Rendite? Garantierte Renditen gibt es nun mal nicht, aber es wird oft dann so formuliert, dass es nach einer Garantie klingt und das wird dann immer ziemlich kritisch. Ja, die Rede. Thelen nennt sowas immer Erwartung, aber auf viele wirkt es offenbar wie das Versprechen aufs große Geld. Okay, genau das ist der Punkt. Wir machen uns auf den Weg nach Frankfurt, denn wir wollen es genau wissen. Sind das seriöse Kursziele? Frank Thelen verspricht eine ziemlich hohe Rendite. Dazu gehört natürlich auch ein gewisses Risiko. Das sagt Thelen ja auch selber. Aber wie hoch ist so ein Risiko eigentlich? Um das herauszufinden, sprechen wir hier an der Frankfurter Börse mit Händlern, mit Leuten, die auch Fonds machen, weil die gehen ja täglich mit solchen Risiken um. Wenn Fonds verspricht, in den nächsten 4 bis 5 Jahren wollen wir das Geld unserer Anleger verdreifachen. Wie sehen Sie sowas? Viel Spaß damit. Alle wollen schnell reich werden, deswegen werden sie es eben auch nicht. Und der Fonds, der ja, gut gesagt, ist tatsächlich so. Je schneller man reich werden will, desto mehr Risiken geht man ein, desto unvorsichtiger wird man und desto länger dauert es oftmals. Was ich noch schön gefunden hätte, wenn man irgendwie eingeordnet hätte, wer das jetzt ist, also ob das nicht einfach nur wahllos da langgelaufene Leute sind. Aber gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich Leute sind mit ein bisschen Ahnung. Bisher klang es ja so. Gibt so offizielle Kursziele aus für die Aktien, die er hat?
Ja? Also zum Beispiel ist Palantir, die sind heute bei 11. Ja. Und die sagen 2025 60 Dollar. Ach, Palantir ist ein spannender Fall. Tatsächlich auf Instagram habe ich das mal kommentiert. Eine Palantir-Aktienanalyse von Frank Thelen. Das zeige ich mal kurz. Wir sehen hier die Investmenthypothese von Palantir. War zumindest zu dem Zeitpunkt eine der größten Aktienpositionen des Fonds. Und es gibt eine neue Analyse vom 4.3. Es wurde aber eine veröffentlicht am 12.10. Ich habe eine Aktienanalyse veröffentlicht am 9. Januar, also danach, und habe mich natürlich auch umgeschaut, was sagen denn andere? Weil ich es total spannend finde, andere Meinungen da wahrzunehmen, und das finde ich auch positiv, dass so etwas hier veröffentlicht wird. Dann habe ich mir diese ganze Analyse durchgelesen, mir meine eigenen Gedanken gemacht, und dann habe ich eine Kalkulation gesehen, und ich selber kalkuliere dann auch erwartete Renditen, und da ist auch das Umsatzwachstum eine Komponente. Wir sehen hier alles recht ausführlich. Dann hier eingeklappt diese Tabelle. Und dann sehen wir hier, 2021 Umsatz 1,6 Milliarden, 2025 erwartet 20 Milliarden. Das ist die Erwartung von 10x DNA. Das entspricht einem jährlichen Umsatzwachstum von 90% im Durchschnitt. Und ich habe mir das Ganze auch angeschaut und ich war ziemlich verwundert, wie man auf solche Zahlen kommt. Also wenn man 90% annimmt, hat man natürlich einen ziemlich hohen Unternehmenswert und dann auch ein hohes Kursziel, das ja gerade erwähnt wurde. Schauen wir uns das hier mal an. Dann habe ich hier auch Zahlen zum Umsatzwachstum mal kommentiert oder einfach aufgeführt. Wir hatten zuletzt bei Palantir 36% Umsatzwachstum, davor in den Jahren 23-50%. Palantir selbst erwartet in 2021 40% zu erreichen und dann über die nächsten 4 Jahre mindestens 30% pro Jahr. Und dann 4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz bis 25 zu erreichen. Und 10x DNA geht von 20 Millionen aus, dem fünffachen Jahresumsatz in 4 Jahren. Auch Analystenerwartungen liegen bei 40-30%. Wo ich mich schon gewundert habe, wie kommt man auf 90% jährliches Umsatzwachstum? Und da sitzen ja keine blöden Leute, da gehe ich mal ziemlich stark von aus. Ich finde es aber doch erstaunlich, dass wahrscheinlich die 10x DNA-Analyse ein zehnfaches, vielleicht ein hundertfaches der Aufmerksamkeit bekommt, ohne dass das irgendwo inhaltlich begründet ist. Natürlich verstehe ich die Mechanismen dahinter, warum Frank Thelen so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber es ist schade, weil das nicht unbedingt deswegen der Fall ist, weil die Analysen besser sind und es fließen ja auch Millionen von Anlagegeldern in solche Investmententscheidungen, die klug klingen, aber die, wenn man sie mit vielleicht ein bisschen Know-how auseinandernimmt, tatsächlich gar nicht so viel Substanz haben. Wie gesagt, es wurde auch korrigiert jetzt in der neuesten Analyse und es wurde auch offengelegt, was ich auch gut finde. Es wurde auch nicht einfach offline genommen, sondern ist immer noch offen, dass wir uns das anschauen können. Finde ich alles lobenswert, aber ja, war doch verwunderlich. Das vielleicht als kleiner Ausflug zu Palantir und der Investmentposition dahinter, wo hier es um das Kursziel ging, das Frank Thelen ausgerufen hat. Heute bei 11. Ja. Und die sagen 2025 60 Dollar. Totaler Blödsinn. Ja? Also es ist, wie gesagt, das ist totaler Blödsinn. Ja? Weil wenn es einen rationalen Grund gäbe, warum die Aktie in 25 bei 60 Dollar wäre, also einen rationalen Grund, natürlich kann es Fantasie geben, dann wäre sie heute nicht bei 11 Dollar, sondern bei, was weiß ich, 58, ja? Weil der Markt würde es eskompieren. Ja? Also von daher ist es einfach nur eine Fantasiegeschichte. Ja, finde ich sogar leicht übertrieben, muss ich sagen. Also die Frage ist, was meint man mit Kursziel? Also das heißt ja nicht, dass man unbedingt sagt, der Kurs steigt garantiert auf einen bestimmten Wert, sondern man hat Annahmen, wie sich das Geschäft entwickelt. Und wenn diese Annahmen eintreten, dann wäre der faire Wert heute beispielsweise 60. Man muss diese Annahmen nicht teilen, aber was er ja im Grunde sagt, ist, es kann keine Kursziele geben. Aber ich sag mal, Kursziele sind das Normalste der Welt und haben auch Analysten. Man darf halt nun verstehen, ein Kursziel ist keine Garantie. Und da ist es immer ganz wichtig, was verstehen wir jetzt unter Kursziel. Und ein Kursziel ausrufen kann erstmal jeder. Dass das keine Garantie ist, das muss dann aber irgendwie auch klar sein, sondern dass es nur eine auf Annahmen beruhende Kalkulation ist. Inzwischen musste auch Thelen seine Prognose für dieses Unternehmen nach unten korrigieren. Wir sind auch noch verabredet in der Börse selbst. Und zwar mit Arthur Brunner. Der Prokurist arbeitet seit über 30 Jahren in der Finanzbranche. Was sagt er zu Thelens Thesen? Bei uns kommt kein Unternehmen ins Portfolio, was ich nicht mindestens verdreifachen kann. Das ist aber wirklich das absolut untere Ende. Eigentlich sollen sich alle verzehnfachen. Dann würde ich sagen, dann sind die Unternehmen im Moment absolut unterbewertet. Und diese Versprechen halte ich absolut für Hanebüchen. Es gibt natürlich Unternehmen, wo sich das bewahrheitet hat. Ich nenne hier BioNTech, die ja den Impfstoff erfunden haben. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Und solche Versprechungen sind meiner Meinung nach unseriös. Unseriöse Versprechen.
Fantasiegeschichten. Trotzdem erreicht Thelen viele Kleinanlegerinnen und Kleinanleger. Also bei diesem Versprechen, da muss man wirklich differenzieren. Also sage ich, alle unsere Unternehmen verdreifachen sich mindestens oder verzehnfachen sich, oder sagt man, sie haben die Chance auf eine Verdreifachung oder eine Verzehnfachung. Also ich habe jetzt nicht erwartet, und mein Ziel ist nicht, hier Frank Thelen für irgendetwas in Schutz zu nehmen. Aber ich habe auch diese Sendung, das war bei Echtgeld TV, mit Frank Thelen selbst gesehen. Und da war es eher so, dass er auch auf die Risiken hingewiesen hat. Und das war nicht so, dass er gesagt hat, alle werden sich garantiert verdreifachen oder verzehnfachen, sondern er will zumindest diese Chance drin haben. Und das schließt dann beispielsweise Aktienunternehmen wie Coca-Cola aus oder LVMH oder wahrscheinlich auch Alphabet oder Apple. Die können sich wahrscheinlich nicht mehr verzehnfachen, vielleicht auch nicht verdreifachen oder wenn, dann nur über Jahrzehnte. Und dass es viel mehr darum geht, Risiko zu erhöhen, damit auch Chancen zu erhöhen und dann, ja, das Ganze so umzusetzen, was eine Strategie sein kann, die natürlich für Privatanleger ziemlich riskant ist. Also einfach nur dieser Unterschied, wird es als Chance verkauft und auch transparent dargestellt oder als Garantie. Und natürlich nimmt er damit Geld ein. Die Anleger zahlen eine Managementgebühr und erwarten dementsprechend Gewinne. Allerdings kennt der 10xDNA-Kurs bis jetzt nur eine Richtung, nach unten. Das ist aufgefallen. Ja, was aber auch daran liegt, dass der gesamte Markt gefallen ist und auch der Tech-Markt. Also da gibt es unterschiedliche Auswertungen. Da sind einige Fonds schwächer gefallen, andere Fonds, auch in Deutschland sehr bekannte Fonds, sind nochmal stärker gefallen als der 10xDNA-Fonds. Aber die Hauptursache, das muss man hier Frank Thelen auch zugutehalten, ist gerade der Gesamtmarkt und auch gerade der stark gefallene Tech- und Wachstumsaktienmarkt. Dass unter den Postings bei LinkedIn, wo gesagt wurde, ja, ist gerade alles volatil, dass da schon den einen oder anderen gibt, der seine Unzufriedenheit geäußert hat. Und wir sind jetzt mit jemandem verabredet, der in den Thelen-Fonds investiert hat. Genau, und mit dem wollen wir sprechen, wie zufrieden er ist. Wie viel haben Sie investiert und wie stark ist es runtergegangen und wie hoch ist da Ihr Verlust? Also 20.000, 35% runter, ich glaube 38 oder ist egal. Und der Verlust etwas über 7.000. Und gut, heute wären es 50%. Wenn man seine Artikel und seine Berichte gelesen hat, dann hat er ja Versprechungen gemacht, die waren unseriös. Also ich weiß, dieses Palantir da, wo er gesagt hat. Okay, es geht tatsächlich noch mehr um Palantir, als ich dachte. Verzehnfacht sich und so. Oder insgesamt, sein Fonds wird sich in 5 Jahren vervierfachen, ja. Ja, auch die eingangs erwähnte These, die ich schon damals kritisiert habe, ja, die Versprechung geht nicht gut, gerade weil sie getroffen wurde auf einem der höchsten Punkte, wo alle Tech-Unternehmen schon enorm hoch bewertet waren. Dann in der Vergangenheit sahen die Renditen super aus und dann neigen Anleger dazu, diese Rendite linear in die Zukunft fortzuschreiben und zu glauben, dass es normal sei, dass irgendwelche Aktien 50% pro Jahr zulegen, ohne Rücksetzer. Und dann eben auf diesem Niveau hat das Versprechen im Grunde genau diese fehlerhafte Tendenz bestärkt. Also das Versprechen hat mir auch überhaupt nicht gefallen, fand ich auch mit am kritischsten. Das schreibe ich nicht. Das kann ich als Erwartung oder als Hoffnung hinschreiben. Aber das hat Sie schon angesprochen? Also hat Sie das angesprochen, diese Erwartung, die er da geäußert hat? Nee, eigentlich nicht. Trotzdem habe ich mich blenden lassen einfach, weil ich habe ihm mehr zugetraut und bin halt dann enttäuscht geworden, habe dann erstmal, bevor ich alles verkauft habe, nachgelesen, was er alles sonst noch für Sachen verzapft. Ja, und dann bin ich eben draufgekommen. Ich will nicht sagen, dass er ein Scharlatan ist, aber er blendet seine Anleger und reitet auf dem Ross, das er nicht beherrscht. Er sagt ja, er möchte, dass mehr Leute in Aktien investieren. Also er spricht ja Leute an, die noch nichts investiert haben. Ja. Und ist dann sein Fonds der richtige, wenn man vorher noch nicht investiert hat? Also mit ihm anfangen ist tödlich. Da kaufen wir lieber einen Strick. Okay, das war deutlich. Und ja, was ich ein bisschen schade finde, es wird so ein bisschen dargestellt und er hat ja auch verkauft und das ist ja auch sein gutes Recht. Aber es wirkt gerade ein bisschen so, dass man im Verlust verkauft und dann ist der Verlust einfach so da. Also es sind jetzt da minus 35 oder minus 38 oder minus 50% und das war's jetzt. So ist es ja nicht. Also gerade wenn man langfristig anlegt und wir jetzt eine allgemeine Marktkorrektur erleben und gerade diese Tech-Aktien, die von vielen auch gerade eher noch als günstiger empfunden werden, kann man gern drüber streiten, ob das der Fall ist.
Aber genau dann zu verkaufen und Verluste zu realisieren, kann man darüber streiten, ob das die überlegene Strategie ist. Aber es ist definitiv nicht der Endpunkt. Also es ist nicht gesetzt und es wirkt ja etwas so, vielleicht gerade für Neulinge, okay, mit Aktien 50% verloren, ja, okay, da lasse ich jetzt die Finger von. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was man vielleicht mit einer langfristig angelegten Buy-and-Hold-Strategie umsetzen möchte und auch umsetzen sollte. Naja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mit dem sprechen müssen, an den sich die Vorwürfe richten. Frank Thiel. Ab nach Bonn. Moin ja. Erstmal, hi. Johannes. Hi. Hi. Genau. Hallo. Und hier. Schon mit dem Essen hier? Hier haben wir aufgebaut. Wir wollen uns erstmal ein bisschen umschauen, aber Thelen geht sofort ans Eingemachte. Das ist unser Bereich, wo wir in Aktien, kann man sagen, also in Listed Equity. Aktien, kann man sagen. Equity nennt man das, also Unternehmen, die an der Börse sind, investieren, mit dem gleichen Ansatz. Das heißt, wir sagen, was sind eigentlich disruptive Technologien, also jetzt mal sehr plakativ und einfach, vom Verbrennungsmotor zum E-Auto, aber natürlich gibt es das in allen möglichen interessanten Ausführungen. Diese Unternehmen analysieren wir, finden wir und bauen dann ein Portfolio auf an diesen Unternehmen. Ist es dann auch schon ein bisschen spekulativ, kann man das sagen? Nee, wir machen gar keine Spekulation. Also wir sind wirklich total... Wir machen gar keine Spekulation. Also man kann jetzt vielleicht darüber streiten, was Spekulation genau ist. Also wenn man einfach nur blind irgendwelche Aktien kauft, können wir uns darauf einigen, ist Spekulation. Aber auch wenn man in riskantere Aktien und riskantere Strategien investiert oder auf diese setzt, dann würde man das sicherlich auch als spekulativeren Ansatz bezeichnen. Und dazu sagen, wir machen gar keine Spekulation, das höre ich von den wenigsten Anlegern. Und wenn man sich auch mal das Investmentportfolio anschaut, wir haben ja die 10xDNA-Seite hier offen. Wir haben ganz oben Tesla. Da gibt es genug auch renommierte Investoren, zwar auch schon seit Jahren, die Tesla kritisieren. Und unabhängig davon, ob man von dem Unternehmen überzeugt ist oder nicht, von Elon Musk oder nicht, oder von der Aktie oder nicht, muss man festhalten, Tesla hat ein erhöhtes Risiko. Es gibt ja auch ganz klare Kennzahlen, womit man das messen kann. Mit einer Volatilität. Man kann messen, wie viele Leute short gehen, also auf fallende Kurse setzen. Man kann sich Bilanzen anschauen. Wie verschuldet ist also ein Unternehmen? Gewinnmargen. Macht ein Unternehmen überhaupt Gewinne oder eben nicht? Und dann vielleicht auch noch subjektives Empfinden. Sehr teuer bewertete Unternehmen, die sehr optimistisch auf die Zukunft bewertet sind, haben auch höhere Risiken. Also es gibt etablierte Risikofaktoren und die haben wir bei Tesla. Wir haben Palantir schon besprochen, zweitgrößte Position, auch deutlich defizitär. Muss kein schlechtes Unternehmen sein, aber es ist riskant. Oscar Health, können wir uns mal den Aktienkurs anschauen. Der sieht so aus. Seit dem Hochpunkt 86% verloren. Muss nicht schlecht sein, aber das zeigt doch auch schon Risiken. Und hier wurde ja nicht erst gerade eben investiert. Mittlerweile weniger als 1 Milliarde wert. Ich glaube sogar weniger wert als das Cash im Unternehmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Tencent ist in China. Alle chinesischen Tech-Unternehmen haben ein gewisses Risiko, weil wir auch politische Risiken mit drin haben. Wir haben hier auch ja, Baidu, Upstart, Kreditunternehmen. Finde ich selber recht interessant, gute Kennzahlen, aber auch eine Kreditplattform hat gewisse Risiken oder überdurchschnittlich hohe Risiken. Ethereum, also Kryptowährungen, auch gewisse Risiken. Faith Therapeutics, Zelltherapie, auch. Ja, es ist nun mal ein gewisser spekulativer Effekt, wenn man auch auf Technologien setzt, die ja gut sein können. Auch Zelltherapie ist ja wahrscheinlich eine super Sache. Aber wer gewinnt das am Ende? Gibt es da den einen Durchbruch oder gibt es ihn nicht? Das hat nun mal auch spekulative Aspekte. Bitcoin, Alibaba auch aus China. Also zu sagen, wir machen gar keine Spekulation, das halte ich für ein ziemlich gewagtes und mutiges Statement. Aus der funktioniert das biologisch, chemisch, physikalisch? Dann wie groß ist der Markt? Ist das Produkt wirklich so weit weg? Wir sind total datengetrieben, haben die Wettbewerber, die beobachten wir über verschiedene Software-Tools. Also in 3 bis 5 Jahren sollten wir bei 95% unserer Aussagen und unserer Unternehmen recht behalten. Das ist schon also das absolute Ziel. Boah, ja, jetzt wird es ziemlich kritisch. Also zum einen stellt er es so dar, als könne man durch Biologen, Chemiker und naturwissenschaftliche Prozesse hervorsagen, was passiert. Das können auch diese Menschen nicht. Die können sicherlich gute Einschätzungen treffen zu Produkten, aber da kann man sich auch die Frage stellen, können andere das dann nicht? Können nicht die großen Investmentbanken die Milliarden verwalten? Warum können die das denn nicht? Dann würden die Aktien ja auch deutlich gestiegen sein. Das heißt, es muss ja auch andere Meinungen geben, die auch sehr informiert sind. Das heißt, am Aktienmarkt gibt es eigentlich bei jeder Aktie auch immer eine Gegenseite. Muss nicht schlimm sein, man muss sich diese aber bewusst sein. Und hier klingt das so, als gäbe es naturwissenschaftliche Gesetze und als müsste man nur die Daten verfolgen und gucken, wie ein Unternehmen vor dem Markt steht.
dann klappt das schon alles. Vor allem, wenn er dann noch sagt, in 3 bis 5 Jahren soll die Erfolgschance, dass deren These eintrifft, bei 95% liegen. Halte ich für völlig illusorisch. Peter Lynch gilt als einer der erfolgreichsten Fondsmanager. Auch auf diesem Kanal habe ich ihn schon mal zitiert. Und er hat mal gesagt, dass man schon gut ist, wenn man 6 von 10 mal richtig liegt, sprich 60%, und nicht 9 von 10 mal, dass es illusorisch ist. Jetzt sagt Frank Thelen ja nicht nur 9 von 10 mal, sondern quasi 9,5 von 10 mal oder 19 von 20 mal, also 95%. Das halte ich schon für sehr, sehr gewagt. Gerade auf einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren, wo ich auch sagen würde, okay, auf Sicht von 10 Jahren, wenn man da auch etwas vorsichtigere Annahmen hat, dann kann man sicherlich eine überdurchschnittlich gute Trefferwahrscheinlichkeit mal eher erreichen. Aber gerade auf Sicht von 3 bis 5 Jahren, da gibt es ja Marktschwankungen, die können alle seine Investmentthesen völlig ins Leere laufen lassen. Also das sind eigentlich genau die Versprechen, die man nicht hören will und die man auch in meinen Augen nicht machen sollte. Wo ich mal offen lasse, also es gibt eigentlich 2 Optionen, warum es diese Versprechen trotzdem gibt. Option 1 ist, man weiß es selbst nicht besser. Option 2 ist, man weiß es besser, aber erzählt es quasi als Marketingmasche. Ich gehe tendenziell vielleicht eher vom Positiven aus. Ich glaube da eher, das ist Option 1, dass Frank Thelen da, glaube ich, selber von überzeugt ist. Ich bin es definitiv nicht. Steile Ansage. Da Thelen heute nicht viel Zeit hat, fangen wir also mit dem Interview an. Was sagt er zu der Kritik aus Frankfurt? Also wir haben auch mit Leuten von der Frankfurter Börse gesprochen. Ja. Wir werden diese Bedenkenträger immer in Deutschland haben. Also die Finanzindustrie ist nicht... Okay, also jeder, der kritisiert, er sagt es nicht so, aber so wirkt es so ein bisschen so. Deutschland, das Land derjenigen, die immer nur meckern und neiden, damit so Kritik abzutun, das wäre zu billig, wenn er das jetzt so machen würde. Begeistert von mir. Warum? Ich mache es halt total anders, genau wie bei der Buchindustrie. Die war auch nicht begeistert von mir. Und sage, Guys, ich will keine Bestandsprovision zahlen. Das will ich nicht. Guys ich lege, und Girls, ich lege offen, was ich tue. 100%ige Transparenz, immer. Das finden die gar nicht gut, weil die wollen nicht, dass man bei denen in die Bücher reinguckt. Bei uns alles offen. Also, warum sollten die es nicht gut finden? Also, ich finde ja die Transparenz auch gut. Ich finde es sehr gut, dass wir das Portfolio einsehen können. Das ist nicht selbstverständlich. Das machen andere Tech-Fonds ganz anders. Oder auch, dass überhaupt eine Investmenthypothese offengelegt wird. Finde ich beides ziemlich gut. Das sind positive Aspekte der Arbeit. Ich verstehe nicht, warum das den Rest der Finanzindustrie stört, warum die das schlecht finden. Und was man auch sagen muss, die Finanzindustrie, die besteht zum einen aus Leuten, aus vernünftigen Leuten im Hintergrund, die vielleicht auch eher analytisch arbeiten. Und es wurden ja auch schon viele Leute da interviewt an der Börse, die auch total demütig oder vorsichtig auch argumentiert haben, die nicht solche Versprechen gemacht haben wie Frank Thelen. Und da gibt es auf der anderen Seite, und das sind die, die leider die meiste Aufmerksamkeit bekommen, Leute, die eher so dieses Verkäufergehen in sich haben, die eher laut sind, die mit großen Versprechungen aufmerksam machen. Und das sind eigentlich die, die ich an der Finanzbranche am kritischsten finde. Also echt Leute, die überall immer nur zu hohe Renditeversprechen machen, die immer den Anschein haben, dass sie jetzt die neuen Super 7-10-Bagger-Aktien haben oder die jedes Mal vom nächsten Börsencrash waren, das ist eigentlich das Schwierige. Und er sagt so, wir sind transparenter, wir nehmen weniger Gebühren. Ja, aber auf der anderen Seite dieses Marktschreierische und diese Versprechungen, da gibt es einen Großteil der Finanzindustrie, die das nicht so macht. Und das ist auch ein definitiv ziemlich negativer Aspekt hier am 10xDNA-Fonds in meinen Augen. Ich sage, wie ich denke und handle. Ich lege mein Research offen. Das finden die einfach alles nicht gut. Ist das so ein... Ich verstehe nicht, warum die es nicht gut finden sollen, wenn er sein Research offenlegt. Bisschen deutsches Mentalitätsproblem und wäre das in Amerika anders? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Auf jeden Fall. Also hier ist halt dieses, der ist Unternehmer, das ist böse oder der will irgendwie ein neues Produkt etablieren. Da wirst du, ist es einfacher an der Frankfurter Börse quasi Leute, die da noch stehen an der Frankfurter Börse, von denen da Kritik zu hören. Ja, Unternehmer zu sein ist ja auch super, da was zu erschaffen ist super, aber die Frage ist ja immer wie. Also ich kann auch als Unternehmer definitiv ziemlich viele Dinge tun und Geld verdienen, ohne dass es einen Mehrwert hat oder dass man sagen würde, da ist eine sinnvolle Lösung geschaffen worden. Und wenn ich theoretisch Leute mit falschen Versprechen in ein Finanzprodukt locke und mich dann Unternehmer nenne, ambitionierten Unternehmer, finde ich Unternehmer prinzipiell gut, aber das ist jetzt kein Geschäftsmodell, das ich unterstützen oder loben würde. Okay, dann also an die Wall Street, New York. Wir waren da für einen anderen Film,
Was sagen hier die Broker? I think this seems like a scam all the time. Like I don't think there's anything that no one has that much knowledge that they know which companies are going to go up by tenfold and others aren't. So that just seems like a scam. I think it's impossible to make that claim. Why? No one could predict the future of financial instruments. 4 or 5 years, triple the price, I'd be surprised. You'll look at that and say, how are they doing that? I think that's absurd. Why? Because there's no history of the market rising at that level consistently. It's just not possible. Trotz all der Kritik. Ja, ich will die Finanzbranche ja gar nicht gut reden. Es gibt genug Kritikpunkte. Es gibt genug Gründe, warum ich glaube, es braucht viel, viel, viel mehr Aufklärung. Aber dort sitzen auch im Hintergrund Leute, und wahrscheinlich sind das auch viele Leute, die haben gar nicht mit Privatanlegern zu tun, sondern sitzen bei Investmentbanken und machen da vielleicht ganz andere Dinge, die aber genau das auch verstanden haben, die nicht mit solchen Versprechungen rausgehen, wie es einige andere, gerade in Deutschland, sehr, sehr bekannte Figuren machen. Es gehen auch immer mehr quasi Finanzinfluencer raus, und machen quasi diesen Gegenentwurf, den ich prinzipiell sympathisch finde, aber auch der ist in einigen Teilen mittlerweile relativ kritisch geworden. Da gab es erst vor kurzem auch einen Bericht über alle Aktien, einer der größten Aktien, wahrscheinlich der größte Aktienanalysenanbieter, der sich BaFin lizenziert auf die Fahne schreibt, wissenschaftlich fundiert, beste Analysen Deutschlands. Und da gibt es einen sehr, sehr guten Weltartikel, der nicht ansatzweise alles beleuchtet, was es dort zu beobachten gibt und wo es genau solche Versprechen auch gab oder auch nochmal in anderer Form, die sehr kritisch zu beleuchten sind. Also wo man auch nicht sagen kann, dass jetzt auf einmal diese neue Welt, also diese neuen Fonds und neue Influencer und neue Medien, dass die prinzipiell besser sind als die alte Welt. Da gibt es viele Gute, vieles, was ich sehr sympathisch finde und vieles, was ich authentisch und auch sinnvoll finde. Aber leider gibt es auch da mittlerweile Entwicklungen, wo man sagt, gut, so viel wurde da jetzt ehrlicherweise nicht besser gemacht, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Also der Vorwurf ist ja schon, Kleinanleger werden in ein spekulatives Produkt, in ein sehr riskantes, riskantes wahrscheinlich besser, aber der Vorwurf... Der Blick ist relativ gut. Das geht, glaube ich, gleich in eine offensivere Diskussion. Ja, Kleinanleger werden in ein sehr riskantes Produkt. Aber da sind wir doch wieder. In Deutschland, immer ist alles Risiko. Es ist doch immer ein Chance... Aber es ist ja ein Risiko. Ja, aber es ist doch immer ein Chance-Risiko-Verhältnis. Genau, aber wenn man hohe Gewinne erwartet, dann ist das Risiko auch groß. Das habe ich ja gesagt. Die Volatilität, genau. Und das ist doch eigentlich das Coole. Warum sagt man nicht... Also, im Private Market, also das, was wir im Venture Capital Geschäft machen, da komme ich in viele Deals einfach nicht rein, weil es ein Closed Shop ist. Also wir haben schon ein gutes Netzwerk und so, aber es gibt immer wieder Deals, da dürfen wir nicht investieren. Im Public Market, also der Aktienmarkt, kann ich in jedes einzelne Unternehmen darf ich investieren. Und ich empfinde das jeden Tag wirklich total ernsthaft als Geschenk. Und das ist doch... Bis hierhin eine schöne Rede für das Investieren in Aktien und für den Aktienmarkt. Das kann man unterschreiben. Die auch. Das heißt, die Leute können, haben diese Option, wenn sie wollen, sich über unser Produkt zu informieren, zu verstehen, was wir tun, und dann können sie dabei sein oder nicht. Wie toll ist das denn? Das ist einfach eine weitere Option. Ja, sie können sich informieren, aber dafür müssen sie natürlich auch ehrlich informiert werden. So, das ist hoffentlich hier ein Beitrag dazu. Schauen wir uns die Option mal an. Thelens Fonds ist in 6 Monaten um etwa 44% abgestürzt. Die Zeit war nicht ganz leicht, deshalb der Vergleich. Der Nasdaq 100, das sind amerikanische Technologiewerte, der ist um knapp 27% runter. Und selbst andere, echt riskante Technologiefonds wie der da von Franklin sind bei nur minus 35%. Also Stand jetzt haben Kleinanleger richtig viel Geld verloren. Ich weiß nicht genau, warum der Fonds ausgerechnet als echt riskant gilt. Man hätte sich auch nochmal ganz andere anschauen können, die eigentlich eher verglichen werden. Also beispielsweise den ARK Innovation ETF, der ähnlich stark gefallen ist. Ich weiß nicht genau, welcher da jetzt stärker gefallen ist. Oder auch in Deutschland von Bit Capital, der ist auch ziemlich stark gefallen, auch in einer sehr ähnlichen Region. Da weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht ein bisschen Cherrypicking war. Also der 10x, der NA-Fonds, hat stark verloren. Aber da gibt es auch Fonds, die auf jeden Fall stärker verloren haben oder etwas stärker. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sich Thelen an Kleinanleger wendet und richtig was schief läuft. Wir wollen euch jetzt mal einen anderen Fall zeigen. Und der geht los mit einer Folge Die Höhle der Löwen. Da sieht's aus, als hätten sich Thelen und der Gründer gesucht und gefunden. In der Höhle der Löwen hofft David Schirmacher auf Kapital und Unterstützung für sein Label von Flörke. Werden die Löwen in Fliegen, Krawatten und Einstecktücher investieren?
Bombenmarge, Thelen schlägt zu. Einige Zeit später soll aber nicht mehr nur er von dem Unternehmen profitieren, sondern auch Kleinanleger, wie beim Fonds. Und um das Geld der Kleinanleger wirbt er in diesem Video hier, und zwar sehr überzeugend. Mittlerweile ist von Flörke ein etablierter Anbieter für Accessoires auf dem deutschen Markt. Und heute bin ich sehr, sehr glücklicher Investor. Denn in den letzten Jahren und Monaten haben wir uns unglaublich gut entwickelt. Wir haben neue Produkte, wir haben super Margen. Und es macht mir einfach große Freude zu sehen, wie das Unternehmen mit David super wächst. Frank Thelens Investition hat sich gelohnt. Mittlerweile beträgt der Umsatz pro Monat über 400.000 Euro. In 2017 wird bereits mit einem Gesamtumsatz von über 3,5 Millionen. Auch gut, wenn das Video von 2017 ist. Wir sehen einfach Umsatzerwartungen für die nächsten 5 Jahre. Und wer sich mit dem Startup-Umfeld etwas auskennt, und wahrscheinlich selbst wenn nicht. Also das ist ziemlich frei, was man in so ein Excel-Sheet einträgt und welche Hochrechnung man damit macht. Und das ist alles mit hoher Unsicherheit behaftet. Also so eine Vorausrechnung, der würde, glaube ich, im Business-Kontext kaum jemand wirklich trauen. Millionen Euro gerechnet. Also uns liegen Unterlagen vor, betriebswirtschaftliche Auswertungen, die legen nahe, dass diese Zahl 2017 nicht korrekt ist. Und diese ganzen Gewinnprognosen hier, die stammen aus dem Reich der Fantasie. Die Kleinanleger beißen trotzdem an. Etwa 1,2 Millionen Euro investieren sie und hoffen, dass sich die vorausgesagten Zahlen bewahrheiten. Einer, der damals investiert hat, wohnt hier, in Konstanz am Bodensee. Was wurde sozusagen finanziell versprochen? Erinnerst du dich da noch dran? Und was hast du dazu gedacht? Also 9% Rendite im Jahr wurde versprochen, plus noch eine Sonderzahlung im Fall, dass es besonders gut läuft. Es wurden Geschäftszahlen prognostiziert für die nächsten Jahre, die bisher gelaufenen Jahre wurden auch gezeigt und es schien alles plausibel und es schien so, als ob das eine absolute gute Geschichte sein wird. Dann ist ja auch Frank Thelen aufgetaucht in diesem Werbevideo. Erinnerst du dich noch daran, wie das war? Also, ja. Er hat ja gesagt, ich bin ein glücklicher Investor. Was für eine Rolle hat das bei dir, für dich gehabt, dass er da nochmal auftritt? Schon eine große, würde ich sagen. Also man kennt ihn aus dem Fernsehen, man denkt, er weiß, was er macht. Er ist dieser Startup-Mensch, steht mit seinem Namen in gewisser Weise dafür ein. Ja, ich würde schon sagen, dass es entscheidend war. Also das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt, weil davor hat er gesagt, okay, es gab Vorausrechnungen, es gab Prognosen, es gab irgendwie Rendite von 9%, die versprochen wurden. Wahrscheinlich wurden sie nicht versprochen, sondern es hieß, wenn das Ganze gut läuft, gibt es 9%. Und es muss dann natürlich auch auf die Risiken hingewiesen werden. Das ist auch regulatorisch so geregelt. Und natürlich, das ist aber auch die Schwierigkeit, ist man gewissermaßen dazu auch verpflichtet oder für sich selbst, für sein eigenes Depot verpflichtet, für seine eigene Geldanlage, auch auf die Risiken zu achten. Und einige Anleger, die schauen nur auf die Chancen. Das haben wir auch im Aktienmarkt die letzten 1-2 Jahre gesehen. Es gibt überall Risiken, aber sie überlesen die einfach. Sie haken beim Depot, beim Broker an. Nee, ich habe alle Risikohinweise gelesen und kaufen einfach. Also das ist natürlich die eigene Verantwortung, auch Risikohinweise zu kaufen. Problematisch wird es aber, wenn auf einmal eine Autorität kommt, wie Frank Thelen, der sich selbst noch als glücklicher Investor hinstellt. Glücklich ist man meistens dann, wenn die Performance in der Vergangenheit gut war, sagt noch nicht so viel über die Zukunft aus, und dem noch eine Autorität verleiht, sodass gerade Anleger, die sich nicht so damit auskennen, also ich verurteile ja auch niemanden, der sich des Risikos nicht bewusst ist, das ist auch eine Aufgabe des Produktanbieters, diese Risiken bewusst herauszustellen. Und das kann aber noch kürzer greifen, also man weiß ohnehin schon, dass es Anleger gibt, die zu wenig auf Risiken achten. Und dann, wenn sich ein Frank Thelen hinstellt und sich da als Investor positioniert und Anleger sich denken, naja, wenn der das macht, der muss das ja wissen, dann mache ich das auch. Dann wird es natürlich nochmal ein bisschen kritischer. Zeigt auch, warum es so problematisch ist, wenn Prominente für Finanzprodukte und Geldanlagen werben. Für die Kleinanlegerinnen und Kleinanleger heißt es auf jeden Fall Totalverlust. Okay, das kann ja bei so einem Investment mal passieren. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Uns wurden Unterlagen zugespielt. Verträge, Rechtsanwaltsschreiben, Schriftverkehr, E-Mail-Verkehr. Und vor allem interessant ist dieser Notarvertrag hier. Darin steht schwarz auf weiß, Thelens Firma E42-2 GmbH wollte seine Anteile schon abtreten. Datiert ist der Vertrag auf den 4. August 2017. Da lief die Finanzierungskampagne aber noch. Das heißt, Frank Thelen sagt einerseits in einem Werbevideo, er sei ein glücklicher Investor. Andererseits gibt es diesen Vertrag, der uns sagt, dass seine Firma zu dem Zeitpunkt offenbar schon die Anteile verkaufen wollte.
Das ist ziemlich kritisch, weil es gibt auch, nicht, dass es hier der Fall sein muss, aber so Pump-and-Dump-Schemes, wo dann quasi ja, gesagt wird, Leute, kauft alle diese Aktie, diesen Penny-Stock. Im Hintergrund versucht man selbst, wenn der Kurs angestiegen ist, dann direkt als erstes zu verkaufen. So extrem scheint es hier noch nicht zu sein. Die Details kenne ich natürlich nicht. Aber deswegen wird man immer relativ schnell hellhörig, gerade wenn es um Geldanlage geht. Er wollte also kein Teil mehr dieses Investments sein. Wollte er die Kleinanleger hinters Licht führen? Du sagst in dem Video, wir haben super Margen und du bist ein total glücklicher Investor. Mhm. Und das Video war ja bis 12.08.2017 online. Ja. Es gibt aber einen Notarvertragentwurf. Ja, aber der ist vom 4.08. Ne? Ja, ja, also das heißt, während das Video lief, hast du schon versucht, das Unternehmen loszuwerden. Das heißt, während Leute gesehen haben, investier bitte, ich bin glücklicher Investor, warst du es nicht? Ich habe in keinster Weise irgendwann zu Crowdfunding-Leuten gesagt, bitte investiert hier und habe hintenrum mein Geld schon verkauft oder auch meinen Anteil oder mein Geld. Oder nein, oder aber was. Das ist schon nicht, dass du es verkauft hast, aber dass du die Absicht hattest. Weil auch nicht, auch nicht. Also ich habe in keinster Weise, während ich Leuten etwas erzählt habe, dass ich sage, ich bin ein glücklicher Investor, das darf ich rechtlich, glaube ich, sagen, habe ich in keinster Weise eine Absichtserklärung, einen Verkauf oder sonstiges unterzeichnet. Ja gut, aber da ist ja eine Absicht drin, wenn ein Notarvertrag aufgesetzt wird, der ist ja sozusagen den Setzer. Aber den kann doch jeder aufsetzen, da muss ich doch gar nicht dabei sein. Das ist Bullshit. Also aber da steht doch deine Firma drauf. Ja, und jeder kann doch zum Notar gehen, der David, und sagen, ich hätte gerne einen Notartermin mit folgendem Dokument, da bin ich doch gar nicht involviert. Also du warst in diesen ganzen Prozess nicht involviert? Nein, Ich habe da keine böse Absicht gehabt. Ich habe da kein Geld rausgezogen. Ich würde nie... Guck mal, meine Reputation ist doch viel wertvoller als... Ja, ja. Da war doch auch nichts mehr zu holen. Ja. Also stimmt es nicht, dass du verkaufen wolltest? Nein. An keinster Stelle. Also ich muss es gleich auch, ne, weil die, was ich... Ja, nee, aber es ist ja wichtig, dass man es klärt sozusagen. Wirklich, ja. Wirklich. Ich schaue es mir an und gebe euch dazu gerne mal Feedback. Alles klar. So, also einmal gekürzt, die Assistentin von Frank Thelen hat sich noch beim Team gemeldet und wollte besprechen, welche Aussagen verwendet werden dürfen. Darauf lassen sich die Reporter nicht ein und jetzt gibt es ein zweites Interview. Spoiler, er behauptet jetzt nicht mehr, dass er nicht verkaufen wollte. 360-Grad-Betrachtung. Plötzlich heißt es, hätte er verkaufen wollen, wäre das ein positives Zeichen gewesen. Da sieht man ja, dass da eine Klausel drin ist, die ganz klar sagt, darüber darf man öffentlich nicht sprechen. Deswegen kann ich weder sagen, ob dieser Vertrag echt ist oder nicht echt ist. Was ich sagen kann ist, er ist nie beurkundet worden. Es fängt ja an. Da sieht man ja, dass darin eine Klausel ist, dass man nicht drüber sprechen darf. Also ich frage mich, worin? Also sieht man sie im Vertrag? Also es steht im Vertrag, dass man über den Vertrag nicht sprechen darf und auf diese Verschwiegenheitsklausel beruft er sich, was impliziert, dass es den Vertrag geben müsste. Ziemlich verwirrend. Das kann ich hier sagen. Und wenn er denn existieren würde, dann wäre es eigentlich ein gutes Zeichen für das Unternehmen, weil hier sowohl ein starker Investor als sogar auch so ein M&A-Berater, der eigentlich nur Deals macht, wenn da wirklich viel Geld im Spiel ist, involviert ist. Und was dieser Vertrag sagen würde, ist, dass wir und auch alle anderen Investoren rausgekauft werden sollten zu einem vernünftigen Preis, vor allen Dingen aber, dass auch noch neues Kapital in die Gesellschaft reinfließt. Und damit wäre diese Gesellschaft nochmal deutlich gestärkt worden. Aber wenn man an das Investment glaubt, dann ist ja immer noch merkwürdig, warum man selber verkauft. Oder warum man sagt, ich gehe raus, aber andere sollen jetzt reingehen. Also die Frage bleibt ja ein bisschen ungeklärt. Es gab auch, wenn ich mich richtig erinnere, mal einen Manager-Magazin-Artikel dazu, wo es hieß, dass die Käufergruppe, dass es den Vertrag tatsächlich gab, mutmaßlich, ich weiß es ja auch nicht, stand da, aber die Käufer, dass es nur daran gescheitert ist, dass die Käufer das Geld nicht aufbringen konnten, dass dann, ja, da wurde zumindest von einem deutlich konkreteren Verkaufsgedanken gesprochen. In diesem ganzen Hintergrund nur noch einmal zusammengefasst, ne, weil der Eindruck, den man haben kann, ist ja schon gewesen, Kleinanleger haben investiert, weil Frank Thelen das empfohlen hat, ne? Und das wirkt dann so, mit diesen ganzen Verkaufsabsichten so, als ob du die Kleinanleger hinters Licht geführt hättest.
Nochmal, also wenn du bei Verkaufsabsichten auf diesen Vertrag, den ihr mir vorgelegt habt, verweist, dann kann ich nicht sagen, ob der existiert, aber sollte der existiert haben, wäre das eine sehr gute Nachricht für die Crowd-Investoren gewesen. Okay, also ich verstehe die Logik noch nicht ganz, wie man sagen kann, wenn wir verkaufen wollten, während wir gesagt haben, andere sollen investieren, dann wäre das eine sehr gute Nachricht. Also das ist noch eine Logik, die ist ein bisschen zu eigenwillig für mich. Ja, Fakt ist halt, Kleinanleger haben ihr Geld verloren, ne? Absolut scheiße. Das sollte einfach nicht passieren. Nur dieser Vertrag, den ihr da habt, wenn es den so geben würde mit dieser Holding, der würde eine völlig andere Sprache sprechen. Und ohne euch da nahe treten zu wollen, vielleicht könnt ihr mit anderen Startup-Investoren noch darüber sprechen, das wäre ein gutes Signal gewesen, wenn es diesen Vertrag so geben würde und wenn dieses Kapital so gezahlt worden wäre. Also ja, es ist ja ein super Zeichen, wenn jemand viel Geld bereit ist zu investieren, aber wenn er sich an dieser Stelle hinstellt und verkauft, während andere womöglich verkaufen. Wie gesagt, die Timeline kenne ich auch nicht im Detail, aber das ist ja der Kernpunkt, der irgendwie problematisch ist an der Sache. Das lassen wir uns nicht nehmen. Gern fragen wir einen anderen Startup-Investor. Und zwar einen der bekanntesten hier in Deutschland, Philipp Klöckner. Er steht Frank Thelens Geschäften kritisch gegenüber. Cool, ja, Pip Klöckner spricht in seinem Podcast öfter mal über Frank Thelen. Ich wurde auch schon mal dankenswerterweise im Podcast erwähnt, aber auch abseits davon teilt er ja, viele gute, spannende Dinge und ja, kommentiert regelmäßig die Ausflüge von Frank Thelen und auch die Aussagen von Frank Thelen. Die stehen sich da tatsächlich immer sehr kritisch gegenüber. Ein Streitgespräch ist bisher leider gescheitert. Was sagt Klöckner dazu, dass Thelen bei Kleinanlegern Werbung für das Modelabel von Flörke gemacht hat? In der Branche weiß man eigentlich, dass sozusagen der Fakt, dass man Kleinanleger in Startups reinholt, eigentlich ein eher schlechtes Signal ist, weil die guten Startups kriegen in der Regel Geld von institutionellen Investoren, also von großen renommierten Wagniskapitalfinanzierern. Und wenn man das dann eben stattdessen mit Kleinanlegern macht, dann spricht das in der Regel dafür, dass niemand anders das finanzieren wollte. Ja, adverse Selektion. Die meisten Startups, die richtig guten Startups, die können sich die Investoren aussuchen, die nehmen lieber Profi-Investoren mit an Bord, wenn es darum geht, Kapital nachzufordern oder von diesen auch Support zu bekommen. Das können Privatanleger nicht leisten und deswegen kann man sich immer fragen, werden die guten Startups vom Markt gefischt und bleiben nur noch die schlechten Startups für Crowdfunding über? Das wird definitiv nicht immer so sein. Da gibt es auch definitiv Ausnahmen, aber es kann durchaus eine Tendenz sein, die natürlich irgendwo problematisch ist. Über genau diese Tendenz habe ich auch schon mal im Podcast gesprochen, das Thema adverse Selektion. Aber er hat das ja eigentlich öfter gemacht, ne? Also es gibt ja 3-4 Sachen, wo er... Ja, für ihn ist das natürlich besonders einfach durch sozusagen seine Medienmarke, die er aufgebaut hat und auch sehr erfolgreich aufgebaut hat, zweifelsohne. Und das ist natürlich so ein Fund, was er mit in die Schale werfen kann. Dass wenn keine Kapitalgeber mehr da sind, dass man sagen kann, ich kenne noch ein paar Fernsehzuschauer, die das vielleicht spannend finden würden. Aber was sagt Klöckner zu dem Notarvertrag? Dazu, dass Thelen offenbar verkaufen wollte, während er um Anleger warb. Offenbar war er zu dem Zeitpunkt schon überzeugt davon, dass er nicht länger investiert bleiben möchte in das Unternehmen, während er anderen dazu geraten hat, sozusagen in das fallende Messer zu greifen. So, das ist wahrscheinlich die treffendste Umschreibung. Ja. So, wenn das so stimmt, dann würde ich daraus schließen, dass jemand bereit ist, falsche oder unvollständige Aussagen zu machen, in dem Wissen sozusagen einen finanziellen Vorteil davon zu erlangen. So hielte ich ja zum Beispiel nicht für die Person, die Integrität besitzt, Hunderte von Millionen in Fonds zu verwalten. Ja, Integrität ist ein ziemlich wichtiges Stichwort. Also unabhängig davon, ob man nun der Meinung ist, dass Frank Thelen diese besitzt oder nicht. Aber wenn man sich anschaut, wem man vertraut, das muss ja auch nicht nur im Finanzwesen sein oder bei der Geldanlage, sondern kann ja überall sein. Und man muss ja auch nicht blind vertrauen. Auch im Finanzbereich, ich schaue mir auch ganz viel an, lese spannende Meinungen, Insights und lerne ja auch irgendwie täglich dazu. Und dann kann man entweder gucken, wo gibt es einfach fundierte Informationen. Das ist natürlich sehr wichtig, das ist die eine Seite. Man muss aber auch in der Lage sein, fundierte Informationen als solche zu erkennen. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viel reden über die Börse, an der Börse, was sich alles klug anhört, gerade für Neulinge, was aber keine Substanz hat, was man dann auch erkennt. Wenn man aber dieses Know-how gerade als Neuling nicht mitbringt, dann ist Integrität ziemlich wichtig, dass man zumindest glaubt, okay, da ist jemand, der hat Ahnung und er würde mich nicht verarschen.
Und da kann man natürlich gucken. Ich habe ja vorhin diesen Weltartikel gezeigt. Da gibt es auch andere Beispiele, die analysiert wurden, wo man sieht, da fehlte Integrität nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern eher fünfmal, zehnmal oder 20-mal. Und dann ist es ziemlich schwierig, wenn man von so einer Person Tipps nimmt oder so einer Person vertraut, weil mit eines der wichtigsten Güter dann verspielt wurde, nämlich diese Integrität. Und im Optimalfall hat man beides. Es schließt sich ja auch nicht aus. Im Optimalfall hat man eine integre Person, die niemanden über den Tisch ziehen will, die gleichzeitig aber auch kompetent ist und fundierte Ratschläge mitgibt. Und das sollte es sein. Ob jetzt Frank Thelen genug Integrität besitzt oder nicht, das kann man dann selbst beurteilen. Am Ende des Videos geht es dann auch um andere Startup-Investments, dass auch einige gut gegangen sind, ein anderes aber auch nicht. Das kann man sich dann gerne nochmal selbst anschauen. Ich glaube, das Video ist hier schon lang genug, deswegen mache ich hier einen Punkt. Ja, wie gefährlich ist Frank Thelens Masche? Würde ich auch investieren oder nicht? Also ich finde, dieser Kritikpunkt, dass der Fonds gefallen ist, das ist nicht der für mich ausschlaggebende, weil der gesamte Markt im Grunde in dem Umfang gefallen ist. Klar, der Fonds nochmal etwas stärker, aber der setzt auch nochmal auf mehr Risiko. Das ist letztendlich die Strategie. Wurde der Fonds fair angepriesen, fair verkauft? Glaube ich persönlich nicht, das habe ich schon damals kritisiert. Ist sehr gut, dass es jetzt passiert, wäre noch wichtiger, wenn so etwas auch mal vorher passiert. Und ich sehe immer noch gute Punkte, gutes Research, dass tatsächlich etwas veröffentlicht wird und dass es hier Transparenz auf den Fonds bezogen gibt. Solche Punkte, wo man dann eben sieht, an anderen Punkten gibt es doch nicht so viel Transparenz und auch diese Reportage, die beleuchtet definitiv nicht alles, was es da so an diskussionswürdigem Material rund um Frank Thelen gibt, was mich jetzt persönlich nicht dazu bewegt zu investieren. Aber gern, wenn du bis ans Ende dran geblieben bist, mal deine Meinung, bist du investiert, hast du überlegt zu investieren, wenn ja, tust du es oder nicht, findest du auch Frank Thelen wurde hier fair dargestellt? Oder nicht, auch generell dieses Thema Geldanlage, wie das hier rüberkam. Wenn du auch anderer Meinung bist als ich, lass es mich natürlich auch gern in einem Kommentar wissen. In diesem Sinne definitiv mal ein anderes, deutlich ausführlicheres Video als sonst, aber ich hoffe trotzdem, es war unterhaltsam und interessant für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.